Après-midi, messieurs, dames, il faut cuisiner. Ich bin angekommen in eins. Mikroben im Kapitel Hygiene. Microbes, les microbes, masculin, und das Ganze schließt mit Lebensäußerungen der Mikroben, 1.4, Lebensäußerungen der Mikroben. Mikroben verändern die Lebensmittel auf zwei Arten. Erstens Abbau von Nährstoffen zur eigenen Ernährung und zum Wachstum der Zelle. Dadurch verändern sich die Lebensmittel. Es gibt Enzyme, die wirken auf Zucker, der wird gespalten und dadurch entstehen wieder neue Enzyme, die Zucker spalten. Das ist bei Hefegärung der Fall. Dabei fällt Kohlendioxid an und Alkohol. Und das ist die zweite Wirkung. Das ist Ausscheidung, die in oder an den Lebensmitteln bleiben und diese beeinflussen. Also durch Hefegärung entsteht Alkohol und Kohlendioxid. Das passiert durch Zuckerspaltung. Und das wird gemacht, damit die Zelle sich ernähren kann und wachsen kann. Dadurch verändert sich das Lebensmittel. Jetzt hier weiter. Bedeutung der Mikroben im Umgang mit Lebensmitteln. Verbesserung des Ausgangspunktes genutzt bei. Erster Punkt. Herstellungsverfahren, zum Beispiel Bier, Wein, Brot. Zweiter Punkt, Veredelungsverfahren, zum Beispiel Bildung von Groß- und Geschmacksstoffen bei Brot und Sauermilch. Dritter Punkt, Konservierungsverfahren, zum Beispiel Sauerkraut. Diese erwünschten Veränderungen werden durch gesteuerten Einsatz bestimmter Mikroben erreicht und bei der Lebensmittelverarbeitung behandelt. Das ist der Punkt, Verbesserung des Ausgangspunktes. Punktes genutzt bei, und jetzt kommt danach die Schädigung des Ausgangspunktes tritt auf als. Erster Punkt, Lebensmittelverderb, zum Beispiel Schimmelbildung, gierig werden, ranzig werden. Zweiter Punkt, Lebensmittelvergiftung durch Ausscheidung der giftbildenden Mikroben. Und dritter Punkt, Lebensmittelinfektion durch Übertragung der Krankheitserreger. Unerwünschte und gesundheitsschädigende Veränderungen vermeiden, siehe folgender Abschnitt. Und das ist dann 2, kommt morgen dran. Schutz der Umwelt durch ist der dritte Punkt in Bedeutung der Mikroben im Umgang mit Lebensmitteln. Oder der dritte Abschnitt, der erste Punkt ist biologische Reinigung der Abwässer und natürliche Selbstreinigung der Gewässer. Der zweite Punkt ist Abbau von Abfällen und Resten zu organischen Substanzen, in Klammern Kompost, Klammer zu, die den Pflanzen wieder als Nahrung zur Verfügung stehen. So, das war's auch schon mit Hygiene 1, Mikroben. Und danach kommt 2, Lebensmittelinfektion, Lebensmittelvergiftungen, Food Poisoning, Les Intoxications Alimentaires auf Französisch. Und es heißt Intoxication, ist weiblich. Da hätte jetzt keiner mit gerechnet. Tschüss.